So, da es ja jetzt quasi gefühlt den ganzen Tag geregnet hat, wollte ich euch mal ein kleines Update geben. Da hinten an der Mauer, da hatte ich Probleme vor der Bodenbelüftung, die wir vorgenommen haben. Jetzt wäre ich hier nass, ich muss mal hier rüber gehen. Und da hinten, wo die Mülltonne steht in dem Bereich, da habe ich auch die Elchsteine zu den Nachbarn auf der ganzen Länge. 2 Meter hoch und natürlich kann das Wasser über die Elchsteine nirgendwo hin. Dementsprechend haben die Bodenbelüfter da auch stärker reingearbeitet. Wir werden aber an der Stelle nochmal tiefer als 2 Meter gehen, wahrscheinlich, um auch unterhalb die Sperrschichten vom Nachbargrundstück zu kommen. Ich sag mal, die Fläche hier bis darüber, hier so 1 Meter Rand vielleicht, die ist perfekt, trotz dass es regnet. Da kannst du drüber laufen, es motscht nicht mehr. Wir machen das jetzt einfach mal. Boah, was für ein scheiß Regen. So, dann gucken wir mal hier. Ja, Flipflops. Da ist gar nichts mehr. Ja, hier, das ist ein Loch vom, was wollte ich sagen, vom tiefen Belüften. Aber hier, da sieht man es noch, ne? 1 Meter weiter ist gar nichts mehr. Also von dem her, ich bin total zufrieden und ja, die Wiese hat sich eigentlich sehr gut regeneriert, würde ich sagen, oder?